Menschen mit Visionen und guten Ideen, die Lust haben, sich selbst zu verwirklichen. In Zwickau startete der FutureSachs-Ideenwettbewerb 2014 mit einer fundierten Auftaktveranstaltung. Wie funktioniert ein erfolgreiches Start-up? Wie nachhaltig sind Geschäftsideen und welche Märkte werden erschlossen? Das FutureSachs-Team hatte gründlich recherchiert und den deutschen Unternehmer Bernd Kolb eingeladen. Begeisterung ist ein ganz, ganz toller Rohstoff für neue Ideen und für junge Unternehmen. Mit seinem Vortrag Ideen erobern Märkte wandte er sich an die Start-ups im Publikum. Er betrachtete die Märkte von morgen, hinterfragte Finanzierungsstrategien und gab Tipps für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Gefühlt ist die Idee 10% der Übung. Der Rest ist unternehmerisches Können für mich. Und wenn sich unternehmerisches Können und die richtige Idee paaren, dann wird ein Erfolg draus. Und wir können jetzt hier nur hoffen, dass sozusagen vielleicht der eine oder andere auch diesen unternehmerischen Impuls mitgenommen hat. Als Best-Practice-Beispiel wurde das Dresdner Unternehmen Aoterra vorgestellt, das Abwärme von Surfern in Heizenergie und Warmwasser umwandelt. Eine innovative Idee, die mit viel Engagement zum erfolgreichen Jungunternehmen wurde. Heute gehört Aoterra zu den 20 spannenden deutschen Start-ups und gewann in diesem Jahr den Sächsischen Umweltpreis in der Kategorie Sonderpreis. Es ist kein leichter Weg. So, es gibt sehr viele Hemmnisse, es gibt Faktoren, man kriegt bei der Bank nicht sofort irgendeinen Kredit, um seine Idee zu verwirklichen. Man muss dann ein gewisses Standing haben. Dieses Standing wird dann auch nachher einem helfen, wenn man im operativen Betrieb ist. Auch dort gibt es jeden Tag so viele Challenges, Herausforderungen, die zu meistern sind. Und man macht natürlich Fehler und es klappt nicht alles beim ersten Mal. Mithilfe von Crowdfunding gelang es dem Unternehmen, 1 Million Euro online einzuwerben. Eine alternative Finanzierungsstrategie, die auf verschiedene Investoren setzt, die in interessante Projekte investieren und die nach Höhe der Unterstützung am Unternehmen beteiligt werden. Die Crowd öffnet Türen, die Crowd macht Umsätze, die Crowd empfiehlt weiter. Also das ganze Crowd-Thema muss nicht wirklich bei der Finanzierung aufhören. Man bekommt Kapital, man bekommt aber noch einen riesigen Value-Add on top dazu. Und deswegen macht es, glaube ich, für fast jedes Startup Sinn, sich zumindest mal Gedanken zu machen, ob man nicht irgendwie Crowdfunding in seine Finanzierungsstrategie einbauen sollte. Für die 120 Gäste war der Abend dennoch Bereicherung und Motivation gleichermaßen, am FutureSachs Ideenwettbewerb 2014 teilzunehmen. Prämiert werden sollen die besten Geschäftsideen und Gründungskonzepte aus Sachsen. Eine Chance, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Unsere Idee ist auch eine Crowd-Idee, nennt sich Crowd-Cooking. Idee bedeutet also, wie schaffe ich es, Menschen intelligent miteinander zu vernetzen, dass sie zusammen in einer behaglichen, angenehmen Atmosphäre einen Abend mit Kochen, Essen, Trinken und neuen, spannenden Menschen verbringen können. Wir entwickeln eine iOS-App gerade für iPhone und iPad. Wir bauen ein soziales Meinungsnetzwerk auf, wo wir Meinungen im Internet aggregieren wollen, auswerten wollen und für die breite Nutzermasse verfügbar machen. Zum Kontakten und Austauschen war die Auftaktveranstaltung in Zwickau perfekt. Angehende Jungunternehmer hatten die Möglichkeit, mit dem FutureSachs-Team ins Gespräch zu kommen und ihre innovativen Ideen zu präsentieren.